Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Saw X, der eigentlich erst der 9. Teil der Reihe ist. Aber was er genau kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo oder aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Es wird Zeit, ein Spiel zu spielen. Ihr habt mich getäuscht, aber was ich jetzt mit euch vorhabe, ist bittere Realität. Im Mittelpunkt der Geschichte steht hier John Kramer und das ist hier alles ein bisschen anders aufgezogen, als wir es von den Saw-Teilen eigentlich kennen. Denn diesmal ist John Kramer im Mittelpunkt der Geschichte. Weil er sozusagen verarscht wird, in Anführungszeichen, möchte er sich an den Verantwortlichen rächen. Dementsprechend werden die in diese einzelnen verschiedenen Fallen gesteckt. Das ist so die Grundstory und ich will gar nicht zu viel verraten, weil wirklich viel Tiefgang hat das am Ende nicht. Und es ist von der Story her leider für einen Saw-Film anders gelöst, aber halt auch nur zweckmäßig. Wirklich groß, was besonders macht er nicht und er geht dadurch halt auch irgendwie ein bisschen zu lang. Also mit knapp 2 Stunden ist der 20, 30 Minuten zu lang. Und das, was zu lang ist, sind gefühlt einfach das Gequatsche, weil es dauert am Anfang, ja, so eine Dreiviertelstunde, bis es so mal richtig losgeht und man denkt sich so, okay, was will dieser Film jetzt erzählen? Weil diese Figur, John Kramer, mit der verbindet man ja nicht wirklich Emotionen oder dass man mit der mitfühlt so richtig, sondern das ist eher so, ja, weder positive noch negative Emotionen hat man mit der irgendwie. Deswegen ist es nicht wirklich spannend am Anfang. Und dann, wie es Finale ausgeht, denkt man sich auch so, okay, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, weil die durchaus einige kreative Fallen, natürlich wieder sehr brutal, sehr extrem, hier mit drin haben. Und da ist es dann am Ende so ein bisschen schade, wo ich mir denke, okay, für einen Saw-Film vielleicht in Ordnung, aber so richtig überzeugend am Ende nicht. So ein, ja, es hat mich einfach nicht so richtig gecatcht. Es war mir zu viel Gelabere. Es ist für einen Saw-Film okay. Im insgesamten Vergleich mit anderen Horrorfilmen, ja, mehr oder weniger mäßig. Deswegen knappe 3 von 5 Punkten. Weiter geht's zum Schauspiel. Wir haben wieder Tobian Bell. Der macht eigentlich einen ganz guten Job. Aber sonst ist der Cast insgesamt unbekannt. Die liefern mehr oder weniger gut ab. Also das ist jetzt nichts Herausragendes. 3 von 5 Punkten. Technisch muss man sagen, haben sie mal ein bisschen was, ja nicht Neues versucht, sondern ein bisschen anders, also actionreicher mit ein paar schnellen Kamerafahrten. Das ist ganz nett, wobei man mal diesen schnellen Kamerafahrten dann nichts wirklich sieht und so die Fallen insgesamt sind schon sehr kreativ in Szene gesetzt, wenn wir auch gefühlt ein bisschen wenig haben und es geht mehr ums Gequatsche drumherum. Ja, das ist dann schon so ein Fall, wo man sagt, sie haben versucht, mehr auf die Story zu gehen, was ja bei dem 8. Teil, nämlich Saw Spiral, ja, finde ich, besser funktioniert hat. Den fand ich eigentlich ganz unterhaltsam, weil er mal einen anderen Ansatz angenommen hat oder versucht hat. Hier ist es jetzt eher so, dass man sagt, von der technischen Seite her, naja, also das ist okay, solide, aber er macht gar nichts besonders. Deswegen, ja, 3 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, Saw X ist am Ende ein mittelmäßiger bis okayer Saw-Teil geworden, der wenig Neues macht, aber dann trotzdem eigentlich es versucht hat. Das kann man ihm zumindest zugutehalten, auch wenn er halt eine halbe Stunde zu lang ist. Die Fallen insgesamt ganz nett, aber es dauert so wirklich, bis mal richtig eine länger gezeigte Falle zu sehen ist. Ja, gut, eine, ja, Dreiviertelstunde bis Stunde und dann ist es dann schon echt zäh bis dahin. Dementsprechend insgesamt kann man den im Kino gucken? Ja, ich weiß nicht unbedingt. Also für eher gefühlt was für zu Hause und dementsprechend dann nur 2 von 5 Punkten für die Empfehlung. Jeder, der sich darauf einlassen will, ich glaube, für jeder, der Saw kennt, ist das auf jeden Fall ansehenswert im Sinne von, wenn man sich dafür begeistern kann. Es ist schon teilweise recht heftig gewesen, aber sonst, ja, nur 11 von 20 Punkten. Kein überragender Film geworden, aber auch kein schlechter Saw-Teil. Ja, es geht halt weiter mit dieser Reihe und immer wieder und wieder und wieder. Und sie hatten jetzt eine längere Pause, sowohl zwischen Teil 7 und 8 und jetzt 8 und 9, beziehungsweise Saw X. Und ja, diese Pause ist am Ende, ja, glaube ich, es wird jetzt wieder kürzere Abstände geben, weil der Film hier jetzt auch relativ erfolgreich war in den Kinokassen, weil ich glaube, so teuer war der nicht. Dementsprechend, das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.